Hallo und Halleluja. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Advent Tor, also dem Crossover zwischen dem Advent und den Torfilmen. Weil ich möchte jeden Adventssonntag jeweils einen der Torfilme vorstellen und schauen, wo sind die Verbindungen zwischen unserem Glauben und dem, was wir in den Torfilmen sehen können. Ich weiß nicht, ob du den ersten Torfilm gesehen hast. Wenn nicht, schau dir vielleicht erstmal den Film an und dann hör dir an, was ich dir dazu zu sagen habe. Aber falls du den noch nicht gesehen hast, eine kleine Einladung. Es geht in Tor 1 darum, dass Thor als Göttersohn uns vorgestellt wird. Er lebt in seinem Himmel in Asgard mit den Asgardianern, mit seinem Adoptivbruder Loki und seinem Vater Odin. Und er hat vor, König zu werden, den Thron zu besteigen. Aber sein Adoptivbruder Loki ist eifersüchtig auf ihn, weil er selber König werden will. Und so spinnt er eine Intrige, dass Thor letztlich zu Fall kommt. Und Odin, sein Vater, verbannt Thor auf die Erde, damit er unter den Menschen Demut lernt, bevor er dann König werden kann. Und diese Beziehung zwischen Odin und Thor, zwischen Vater und Sohn, erinnert mich auch stark an die Beziehung zwischen Gott Vater und Jesus, dem Sohn Gottes, weil es auch eine sehr, sehr innige Beziehung ist. Aber es gibt eben Parallelen und es gibt sehr viele Unterschiede auch zwischen Thor und der Bibel. Denn der Vater schickt tatsächlich Jesus, seinen Sohn, auf die Erde, das werden wir an Weihnachten bald feiern, aber nicht zur Strafe für den Sohn, damit er etwas lernt, sondern um uns Menschen zu retten. Und dazu, zur Rettung, ist letztlich Thor gesandt, obwohl er es noch nicht weiß. Aber am Ende wird das klar. In Matthäus 24, Vers 29 bis 44, was am ersten Adventssonntag bei uns in den Kirchen gelesen wird, wird Jesus als der Menschensohn vorgestellt, der eben auf die Erde kommt, um Menschen zur Umkehr zu rufen. Und eine Art Umkehr erfährt auch tatsächlich Thor. Ich finde den Schluss von Thor sehr, sehr beeindruckend, weil für mich da vieles von Jesus wieder aufgezeigt wird. Thor steht am Ende, wie in so einem Western, dem Destroyer gegenüber, ja, der alles zerstören will, der von Loki, seinem Bruder, gelenkt wird. Und Thor bietet sein eigenes Leben stellvertretend an dafür, dass Loki durch den Destroyer die Menschheit nicht zerstört. Ja, er sagt zu ihm wörtlich: Bruder, nimm mich, lass die Menschen, die sind unschuldig, in Ruhe. Und das erinnert mich etwas an Jesus, der am Kreuz für uns gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Sie sind unschuldig, nimm mich. Und tatsächlich geht das in Erfüllung. Thor wird weggeschleudert und stirbt. Aber bevor er stirbt, sagt er noch die Worte: Es ist vorbei, ihr seid gerettet. Und das sind Worte, die auch Jesus am Kreuz gesprochen hat, als er sagte, es ist vollbracht, bevor er seinen Geist auch aushauchte. Und dann geschieht das Erstaunliche, das Wunder. Thor bleibt eben nicht im Tod, sondern steht von den Toten wieder auf, durch die Liebe seines Vaters, der gemerkt hat, ja, der Sohn hat wirklich Demut gelernt, was es bedeutet, Würde zu haben, sich für andere einzusetzen. Und so weckt er seinen Sohn wieder auf. Und nachdem Thor wieder zu Kräften kommt und wirklich der Gottessohn oder der Göttersohn als solcher erscheint, hört man, wie Jane seine Liebe ausruft: Oh mein Gott! Und das erinnert mich wiederum an die Szene am Kreuz, wo ein Hauptmann auf Jesus schaut und sagt: Dieser war wahrlich Gottes Sohn. Also es gibt viel zu entdecken in der Bibel und selbst im Mediumfilm, wie auch im so einem Blockbuster wie Thor. Macht euch selbst auf die Suche. Vielleicht schaut ihr euch den Film nochmal an oder lest die Bibelstelle Matthäus 24, 29 bis 44 für diesen Sonntag. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderbaren ersten Advent und eine gesegnete erste Adventswoche. Bis zum zweiten Advent.